der meinte, wer Europa liebt, der muss jetzt eigentlich ganz laut aufschreien. Und das fasst eigentlich für meine Gefühlslage gut zusammen. Es wird ja oft gesagt, wir von Pulse of Europe, wir seien so die Hurra-Europäer oder Jubelperser. aber wir sehen die Dinge natürlich auch kritisch und uns geht es natürlich auch darum, dass die Dinge besser werden. Und die Fakten sind ja aktuell so, dass, habe ich gestern gelesen, 80% der Impfstoffe werden in Europa produziert. Trotzdem sind wir beim Impfen, hängen wir weit hinterher und sind weit entfernt von der Spitze. Und ja, deshalb freue ich mich sehr, dass Sie, Frau Paulus, als Europaabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für öffentliche Gesundheit und Sie, Herr Kerkhoff, als Beraterspezialist, als spezialisierter Berater für Supply Chain Management, der zu dessen täglich Brot es gehört, so komplexe Prozesse zu managen. Und Sie haben ja auch an der Uni St. Gallen ist ein Institut nach Ihnen benannt. Und deshalb sind wir sehr glücklich, dass Sie hier sind und mit uns darüber sprechen, ja, was lief und was falsch lief und was besser laufen könnte. Und Aber einen Hinweis noch. Wir können froh sein, dass 80% der Produktion der Impfstoffe in Deutschland ist. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass der Impfstoff in Japan produziert worden wäre, dann wäre unser Durchimpfung noch nicht mal 5%. Weil die Komplexität der Supply Chain, wenn die Werke auch noch weit weg wären, wahrscheinlich dann noch zu geringeren Zahlen führen würden. Ja. Wobei, ich hatte neulich Impfstoff aus Japan gegen diese Pneumokokken. Da hat es funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber nicht in der Menge. Nicht in der Menge, ja, war nur einer. Ja. Da war nur einer, der darüber musste. Das hat man hingekriegt. Ja, ich schalte jetzt live zu unseren Abonnenten von Pulse of Europe auf Facebook. Und das dauert vielleicht eine Minute. Und wir hatten gesagt, dass die Frau Paulus loslegt, vorlegt, weil sie ja am politischen Geschehen am nächsten dran ist. Und ja, jetzt bin ich gerade hier beim Rumklicken, bei mich einklicken. So, jetzt. Können Sie mich noch hören? Ja. Ja. So, jetzt hier kommt's. Ist immer aufregend. Ob es dann auch tatsächlich funktioniert. Ja, früher gab es die Tageslichtprojektoren. Ja. Und wenn ich da eine Präsentation beim Kunden habe, ging normalerweise zum Beginn der Projektion bzw. der Diapräsentation ging die Lampe kaputt. Murphy's Law. Genau. Also angemacht, wir wollten anfangen zu präsentieren, Lampe kaputt. Und heute haben wir das jetzt in einer anderen digitalen Welt mit ähnlichen Ausprägungen. Gut. Einen Moment noch. So, jetzt müsste es funktionieren. Frau Paulus, Sie haben das Wort. Ja. Vielen Dank, Herr Etzold, für die Einladung. Ich finde es sehr spannend, dass Pulse of Europe sich mit dieser durchaus kontroversen an dieser durchaus kontroversen Debatte auch mit einer eigenen Veranstaltung beteiligt. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jutta Paulus. Ich bin seit Juli 2019 Europaabgeordnete und bin Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, Umwelt, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Katastrophenschutz und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und im Ausschuss für Verkehr und Tourismus. In dieser Position bin ich natürlich an diesem ganzen Thema auch sehr nah dran und auch sehr interessiert, klar. Ich würde gerne noch mal kurz so ein Update geben, wo kommen wir eigentlich her und wie ist es zu der Situation gekommen, in der wir sind.
Wir haben auf europäischer Ebene noch im Spätfrühjahr letzten Jahres beobachtet, dass vier große Mitgliedstaaten sich zu einer Impfallianz zusammengeschlossen haben. Und das waren also Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, die gesagt haben, wir wollen uns gemeinsam um Impfstoffe kümmern. Und da ist dann die Europäische Kommission hergegangen, hat gesagt, liebe Leute, im Prinzip eine gute Idee, aber sollten wir das nicht besser für alle Mitgliedstaaten zusammen machen, vor dem Hintergrund, dass wir bei der letzten Pandemie, das war die Schweinegrippe 2009, so eine Situation hatten, wo dann die Hersteller die EU-Mitgliedstaaten gegeneinander ausgespielt haben und damit die Preise hochgetrieben haben. Gut, hat man gesagt, wir machen das mit allen zusammen und wir bauen auf den Gesprächen, die eben diese vier Mitgliedstaaten bereits mit Herstellern geführt hatten, auf. Und dann fing das Drama an, weil selbstverständlich haben 27 Mitgliedstaaten unterschiedlicher Größe und auch unterschiedlicher, ich sage jetzt mal, finanzieller Ausstattung und auch Infrastrukturausstattung. Ne? Also ich rede jetzt beispielsweise davon, dass ja die mRNA-Impfstoffe einer starken Kühlung bedürfen, die in Deutschland vielleicht leichter zu gewährleisten ist als in Bulgarien. Sprich, es gab unterschiedliche Interessen und auch unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist dann dazu gekommen, dass die EU-Kommission zunächst mal aus dem Notfallfonds 2,1 Milliarden Euro rausgenommen hat, weil das war halt das Geld, auf das sie Zugriff hatte, hat aber dann direkt auch zu den Mitgliedstaaten gesagt, Leute, wir bräuchten eigentlich viel mehr Geld. Und unter Ächzen und Würgen und Gestöhnen haben sich dann die Mitgliedstaaten großzügigerweise bereit erklärt, noch 750 Millionen draufzulegen. Das haben wir damals als Parlament schon kritisiert und haben gesagt, Leute, es ist jetzt eigentlich mal an der Zeit zu klotzen und nicht zu kleckern. Und wir würden uns wünschen, dass gewisse sparsame Mitgliedstaaten da auch mal über ihren Schatten springen. Das war ja während der Haushaltsverhandlungen, ne, wo wir ja das Problem hatten, dass beispielsweise Österreich alles blockieren wollte, was irgendwie mit Schuldenaufnahme zu tun hat. Im Hintergrund hat aber die Europäische Investitionsbank schon sehr, sehr große Summen zur Verfügung gestellt. Beispielsweise hat BioNTech 100 Millionen Euro bekommen, schon im Juni, als noch überhaupt nichts klar war, ob es da einen Vertrag geben wird, um diese Produktionskapazitäten aufzubauen. Also da war ja noch nicht klar, ob die überhaupt in der Impfstoffentwicklung in die Phase 3 kommen. Das war ja noch nicht angesagt und es war auch noch nicht klar, ob es einen Vertrag mit denen geben wird. Da hat also die Europäische Investitionsbank ist natürlich ein Risiko eingegangen, aber das war aus meiner Sicht sehr klug, das so zu tun. Man hat dann relativ lange verhandelt, was eben auch mit den fehlenden finanziellen Ressourcen hätte, ist, dass gerade Deutschland als größter Mitgliedstaat, als finanzstärkster Mitgliedstaat, als der Mitgliedstaat, der verdammt nochmal die EU-Ratspräsidentschaft hatte zu diesem Zeitpunkt, gesagt hätte, Leute, das ist jetzt wirklich wichtig. Wir gehen jetzt mal in Vorleistung. Wir stellen, ich sage jetzt mal, 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Wie wir das später irgendwie verrechnen, sei mal dahingestellt, da werden wir eine Lösung finden. Aber der wirtschaftliche Impact, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind so groß, dass jeder Tag, den der Impfstoff früher kommt, dadurch, dass wir eben mehr Geld in die Hand nehmen, uns allen helfen wird. Das hat man nicht getan. Man hat 9 Milliarden für die Lufthansa rausgehauen, aber man war nicht bereit, hier mal in Vorleistung zu treten. Das halte ich für einen ganz kapitalen Fehler. Im Nachhinein weiß man natürlich immer, welches Pferd gestern beim Rennen gewonnen hat. Sprich, der Ansatz zu sagen, wir setzen nicht auf einen Hersteller alleine, sondern wir versuchen uns möglichst viele von den potenziellen Impfstoffen zu sichern, in der Hoffnung, dass mindestens einer durchkommt, ist aus meiner Sicht nach wie vor richtig gewesen. Man hätte, ich wiederhole mich jetzt, man hätte durchaus mehr Geld in die Hand nehmen sollen und können. Und man hätte vielleicht auch darüber nachdenken können, wie gehen wir denn global mit der Pandemie um. Also Frau von der Leyen hat ja dann sich stark gemacht für die COVAX-Initiative der WHO, sprich, wo eben ein Fonds gebildet wird, damit die Länder des globalen Südens zumindest mal 20% ihrer Bevölkerung impfen können. Aber da ist bislang noch nicht das notwendige Geld eingegangen. Und wenn wir jetzt schauen, wo sich gefährlichere Mutanten entwickeln, dann ist das natürlich genau in den Ländern des globalen Südens, wo die Pandemie mehr oder minder ungebremst wüten kann und durch diese große Prävalenz auch die Mutanten entsprechend höher vertreten sind. Wie wurde verhandelt?
Es wird ja immer so dargestellt, die EU-Kommission hat. Das ist nur teilweise richtig. Also Chefin der Verhandlungsgruppe war Frau Sandra Gallina. Das ist die sowas wie die Staatssekretärin im EU-Gesundheitsministerium. Frau Gallina kam aus der Generaldirektion Handel. Also die hat schon Erfahrung darin, Verträge auszuhandeln. So ist es nicht. Aber sie war natürlich Chefin eines Teams. Und in diesem Joint Negotiation Team saßen Niederlande, Italien, Frankreich, Deutschland, Polen, Schweden und Spanien. Die waren also an den Verhandlungen beteiligt. Deswegen finde ich es ein bisschen billig, jetzt zu sagen, Brüssel hat, wenn man selber mit am Tisch saß. Wer da an Personen drin saß, das wissen wir als Parlament auch nicht. Auch da haben wir jetzt eine formale Anfrage gestellt, weil wir eben der Meinung sind, wie sollen wir jetzt als gewählte Volksvertreter irgendwas kontrollieren, wenn uns sämtliche Informationen vorenthalten wurden. Es gab außerdem noch eine Steuerungsgruppe. Diese Steuerungsgruppe, in der alle Mitgliedstaaten vertreten waren, hat sich mindestens wöchentlich getroffen und war auch immer quasi daran beteiligt, das Mandat entsprechend zu erweitern, sprich, wie viel Geld gibt man wofür aus, auf welche Bedingungen lässt man sich ein, auf welche nicht. Das heißt, es ist, wie gesagt, jeder war eingebunden und jetzt zu sagen, Brüssel hat, ist ein bisschen schwierig. Es wurden mehrere Kriterien in Betracht gezogen. Zum einen, wie plausibel ist der wissenschaftliche Ansatz? Wie schnell kann das entsprechende Unternehmen liefern? Was für logistische Herausforderungen gibt es? Was kostet es? Wie sind die Haftungsbedingungen? Werden verschiedene Technologien auch betrachtet, damit man halt mindestens eine am Ende des Tages auch rauskommt? Und auch ein Stück weit, inwiefern ist der Hersteller bereit, auch global Solidarität zu üben. Da ist natürlich AstraZeneca, die jetzt zumindest mal behaupten, dass sie das zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen, in einer besseren Position als BioNTech Pfizer, wenn Pfizer zu Ecuador und Kolumbien sagt, ja, wir liefern, aber ihr müsst uns Staatsvermögen verpfänden. Das finde ich auch eine etwas schwierige Situation. Ich glaube, der große Fehler war, dass man sich darauf verlassen hat, dass die Firmen die Dosen, die sie in den Verträgen zusichern, auch tatsächlich rechtzeitig liefern. Die Firmen haben immer gesagt, ja, best effort, das heißt, wir tun unser Bestes, aber versprechen können wir nichts. Und man hat sich auf das wir tun unser Bestes ein Stück weit verlassen und hat auch nicht im Blick gehabt, wie schwierig diese Supply Chains, dazu wird wahrscheinlich Herr Kerkhoff nachher noch mehr sagen, am Ende des Tages sind. Also da gab es ja beispielsweise auch die Aussage von BioNTech, wenn wir von einer einzigen Ausgangssubstanz 250 Gramm mehr hätten, könnten wir 50 Millionen Impfdosen mehr zur Verfügung stellen. Und das sind eben keine Chemikalien, die jetzt jede Chemiefirma einfach mal so herstellen kann. Noch dazu ist man ja den entsprechenden Regularien im Arzneimittelrecht unterworfen, sprich unter gute Herstellungspraxis mit entsprechender Zertifizierung der ganzen Kette und Schulung Mitarbeiter und so weiter und so fort. Genau, also man hat dann diese Verträge ausgehandelt, die wir als Parlament nach wie vor nicht kennen, beziehungsweise nur teilweise kennen. Wir durften die dann einsehen, auch nicht alle Verträge, aber teilweise, aber relevante Passagen in diesen Verträgen waren geschwärzt. Das heißt, wir wissen an vielen Stellen nicht, was jetzt tatsächlich am Ende des Tages auch rechtlich möglich ist bei einer aus EU-Sicht Nicht-Einhaltung der Verträge. Ja, letzter Punkt vielleicht. Ich habe gestern mich noch mal ein bisschen umgeschaut, wie es denn weltweit mit den Impfungen aussieht. 80% der Impfdosen wurden von 16% der Länder, natürlich im globalen Norden, reserviert. Und die einzigen Länder, die wirklich in nennenswerter Weise auch Impfstoff in den globalen Süden liefern, sprich nach Lateinamerika, nach Afrika, nach Indien, sind Russland und China. Und ich halte das geopolitisch für eine sehr fatale Strategie, wenn die Europäische Union diesen Ländern signalisiert, naja, im Zweifelsfall denken wir halt doch nur an uns selber zuerst und ihr solltet euch auf andere Partner in der Welt verlassen. Das wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch auf die Füße fallen. Soweit erstmal von mir. Ich glaube, es kommen dann bestimmt auch noch Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Paulus, für Ihr Statement. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz den Herrn Professor Leufen aus
Konstanz begrüßen, der sich ganz spontan hier zugeschaltet hat und der geforscht hat über Entscheidungsprozesse in der EU und der vielleicht im Anschluss an dem von Herrn Kerkhoff, können Sie vielleicht auch noch ein paar Worte sagen, wie Sie die Situation einschätzen als Wissenschaftler, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt hat, wie in diesen vielen Schichten der EU Entscheidungen zustande kommen. Aber ich würde jetzt sagen, nachdem wir von Ihnen, Frau Paulus, die Ist-Situation erfahren haben, bin ich gespannt auf den Herrn Kerkhoff, der ja schon im Januar mit einem Artikel im Handelsblatt in die Vorlage gegangen ist und von einem großen Versagen der EU gesprochen hat. Und Herr Kerkhoff, Sie haben das Wort. Ups, jetzt hier ist hier. Sie sind noch stumm geschaltet. Wahrscheinlich bei mir. Jetzt ja. Ja, also auch von meiner Seite guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie uns zuhören, zuschauen. Frau Paulus, vielen Dank Ihnen für die Ausführungen. Ich leite das direkt weiter, indem ich Ihnen sage, ich bin kein Politiker und ich habe auch aber ein großes politisches Interesse. Und gleichzeitig als Europäer fühle ich mich vollumfänglich. Das vielleicht so dazu. Die einzelnen Entscheidungsprozesse innerhalb der EU kann ich von meiner Seite aus nicht kommentieren, sondern ich kann Ihnen sagen, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Das Handelsblatt war das zweite, das erste war der Cicero in Deutschland, der mit mir dazu ein Interview geführt hat. Der Punkt war eigentlich der, dass an einem Abend ich im Hintergrund Markus Lanz mir angeschaut habe und da war der Herr Laschet. Und dann wurde Herr Laschet auf das Impfthema angesprochen und Herr Laschet sagte dann, also die Geduld der Bevölkerung wäre da also nicht so richtig ausreichend. Und da wäre doch jetzt vor so und so vielen Wochen die erste Palette angekommen, die ja auch medienwirksam in allen Zeitungen vermarktet wurde. Und danach in der Woche wäre schon halber LKW angekommen und danach ein ganzer LKW. Und als ich das so zum 11.30 Uhr so hörte, habe ich mir gedacht, eine derartige Aussage von dem Einkaufschef eines Unternehmens bei einem knappen Gut bedeutet eigentlich, dass der an dem Tag das Unternehmen verlässt. Also wenn man sich vorstellt, ich bin Automobilhersteller, ich habe 3.500 Autos vorne draußen stehen. Ich habe ein Problem mit den Schlösserlieferanten, die liefern keine Schlösser. Und auf die Anfrage, wann können wir jetzt unsere 3.500 Autos ausliefern, antworte ich, Moment, eine Palette Schlösser ist schon gekommen. In einer Woche kommt noch mal ein ganzer LKW und dann noch mal ein halber. Also mal kurz, meine Herren, also ein bisschen mehr Geduld wäre jetzt schon angebracht. Der wäre in dem Moment nicht mehr Mitarbeiter dieses Unternehmens, weil der wirtschaftliche Schaden einfach gigantisch hoch ist. Das hat mich provoziert und ich habe mich zurückbetrachtet gesehen in der Zeit, als ich BWL studiert habe. Als ich BWL studiert habe, war das ganze Thema Einkaufs-Supply Chain Management gar nicht als Fachrichtung existent. Also ich konnte das gar nicht vertiefend wählen. Als ich damals mein Forschungsinstitut in St. Gallen mal aufgemacht habe und ich war bei dem Dekan, da sagte der, ja, Herr Kerber, wissen wir jetzt auch nicht so genau, wo wir das hinhängen können. Ach, aber das hat ja was mit Logistik zu tun. Gehen Sie mal an den Logistiklehrstuhl. Also Einkaufs- Supply Chain Management war nicht unbedingt eine universitäre Disziplin. Von daher war das, was wir damals lernten, relativ rudimentär. Das war der Wöhr mit dem Buch zur allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und da gab es einen Satz und der ging wie folgt. Das richtige Produkt in der benötigten Menge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. Das ist optimale Beschaffung. Und da konnte ich nur sagen, wenn man dann auf die Versorgung mit Impfstoffen schaut, dann ist das nicht gegeben. Und das hat mich dann dazu geführt, etwas drastisch zu formulieren. Rein BWL-technisch wäre das eine 6, denn wir haben zwar das richtige Produkt. Das richtige Produkt ist aber keine Leistung einer politischen Organisation zu finden, sondern durch die Zulassung des Produktes habe ich das qualitative Momentum, was ich normalerweise sonst in Verträgen explizit ganz groß umschreiben muss, ist erledigt. So, und benötigte Menge, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, ich glaube, das haben wir alle mitgekriegt. Und das habe ich dann im Prinzip zum Besten gegeben. Und hatte ja dann anschließend auch eine Aufgabe für die Bild, also für den Springer Verlag, den AstraZeneca-Vertrag zu analysieren.
Und zwar aus Beschaffungssicht. Was mir da auffiel, war, dass alle Punkte, die AstraZeneca betreffen, wie Preise, Zahlungsbedingungen, bis hin zur Garantie, dass sie in der Belieferung keine Verluste machen können, sondern wenn sie darstellen, dass sie hinterher so und so viel höhere Kosten hatten, können sie die nachträglich der EU als Abnehmer zur Verfügung stellen. Alle Punkte von AstraZeneca waren echt justiziabel formuliert und alle Punkte, die die EU anging, waren 18 Mal umschrieben mit Best-Efforts-Klausel. So, das heißt, 18 Mal Best-Efforts, das ist zwar eine Klausel, die juristisch opportun ist, wenn ich gar nicht mehr irgendwie weiß, und das ist vielleicht auch eine Nebenabrede und ich sage, pass auf, lass uns auf Best-Efforts einigen, aber nicht bei einer Liefermenge. Und es wäre eigentlich einfach gewesen, auch die Liefermenge zu konkretisieren bei einer anlaufenden Produktion, indem ich einen Prozentsatz der Produktion kaufe. Ich hätte den Vertrag nur gestalten müssen, dass ich eine Meldung kriege, eventuell kann ich das auch neutral überprüfen über Institute, was sind die Ausbringungsmengen, die produziert werden, und ich sichere mir 60% dieser Menge. Und dann habe ich eine harte Zahl. Und dann passiert auch nicht eins, was bei AstraZeneca ja in Großbritannien passiert ist, dass sie die Briten weiter beliefert haben mit der Menge und die Mengen der europäischen Gemeinschaft reduziert haben. Das heißt, das wäre ja dann quotal zurückgelaufen, wenn anfänglich Produktionsschwierigkeiten entstehen, die übrigens in der Pharmaindustrie relativ normal sind. Man weiß, wenn man eine neue Straße auflegt, ein neues Produkt, dass es das 10-15% oder 20% anfängliche Produktionsminderkapazitäten gibt durch den Anlauf eben der Produktionsstraße. So, und somit habe ich zwei Punkte gehabt. Das eine war, dass aus meiner Sicht die Beschaffungssituation nicht richtig erfüllt wurde. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das ausführen. Die EU hat nicht verstanden, wenn sie denn verhandelt hat, mal unabhängig von der Zusammensetzung und wer da alles am Tisch saß, hat die EU nicht verstanden, dass sie geistig mit 4 Monopolisten verhandelt hat im Juni. Weil jeder glaubte, er geht als Erster über die Ziellinie. Und der als Erster über die Ziellinie geht, ist Monopolist. Also intellektuell habe ich 4 vor mir sitzen, wenn ich jetzt die Top 4 nehme, die in der Situation ja glauben, dass sie das Rennen gewinnen und damit Monopolist werden. So, was mache ich mit einem Monopolisten? Meine Tochter hat mich gefragt und gesagt, Papi, kannst du mir den Unterschied erklären? Lass noch mal eben Compliance-Regeln draußen vor. Du kaufst ein Produkt, es gibt 7 Produzenten und die 7 Produzenten bieten alle das alternativ an und du kannst es auswählen. Dann ist es normal so, dass der Produzent dich zum Golfspielen einlädt als Einkaufschef. Unabhängig, ob du das jetzt compliance-seitig darfst oder nicht. Aber wenn du mit einem Monopolisten verhandelst, dann ist es super klug, wenn du ihn zum Golfspiel reinlässt. Das heißt, ich muss schauen, durch die Art und Weise und durch meine Anreizsysteme, compliance-seitig ist das Golfspielen heute sicherlich nicht mehr en vogue, aber ich muss schauen, welche Anreizsysteme ich am Ende des Tages einem Monopolisten biete, damit er mir das Produkt verkauft. Und das wäre zum Beispiel gewesen, das war dann mein Vorschlag, im Dezember 100% Aufschlag zu bezahlen für das Produkt und im Februar oder im Januar 50% Aufschlag und im Februar die normalen Preise zu akzeptieren. Ich glaube, dann wären wir in einer anderen Versorgungslage. Das heißt, diese Marktposition des Monopolisten wurde nicht erkannt, Klammer auf, die Beschaffungsrichtlinien der öffentlichen Hand lassen das auch alles nicht zu, aber man hätte die ändern können, bevor man bei uns in die Grundrechte einsteigt. Also, das war mein Punkt zu dem Thema Impfstoffbeschaffung im Sinne von Verfügbarkeit etc. pp. Und die Vertragsgestaltung war in großem Maße dilettantisch. Und man hat sich dort eigentlich von Profis von AstraZeneca, das sind top ausgebildete Jungs im Pharmabereich, hat man sich gut über den Tisch ziehen lassen. Und das gab ja dann auch am Ende des Tages, ich glaube, das hat dann auch viele Leute in der Bevölkerung wahrgenommen und haben dann das erste Mal das Wort Best Effort gehört, dass Frau von der Leyen gesagt hat, sie besteht auf die Liefermengen des Vertrages und der CEO von AstraZeneca gesagt hat, sorry, das ist ein Best-Effort-Vertrag. Und als wir den Vertrag durchgeguckt haben, müssen wir sagen, CEO, yes, you're right, das ist ein Best-Effort-Vertrag. So, und diese beiden Faktoren, letzter Satz dazu und dann gebe ich gerne ab. Mein Problem ist, oder ich sage mal, das, was mich in diesem Thema etwas emotionalisiert ist, Ich bin in einem Elternhaus groß geworden. Ich glaube, diese Werte sind auch nicht spezifisch für mein Elternhaus, sondern wir versuchen das alle mit unseren Kindern.
Bitte lügt nicht rum, wenn irgendwie Scheiße passiert ist. Okay? Steht zu den Themen, weil bei mir gab es richtig Ärger, wenn ich dann angefangen habe, die Dinge dann so zu verwurschteln. Ja? Das ist die eine Dimension. Die zweite ist, setz dich hin und lerne aus deinen Fehlern. Diese beiden Faktoren war eigentlich das, was ich bis heute in der Politik vermisse. Da geht ein Herr Altmaier hin, nachdem dann meine Medienkampagne da zu Ende war und sagt, er hat den Beschaffungsprozess geprüft und hat keine Fehler erkannt. Sag ich, finde ich cool. Also ich habe nur keine Ahnung, was der von Beschaffungsprozessen versteht, außer dass der sicherlich Kleidungsstücke kaufen muss und das kann manchmal ja auch schwieriger sein, weil bestimmte Größen nicht in Verfügbarkeit da sind. Aber ich sage mal, so einen komplexen Prozess zu verstehen, sich das anzumaßen, finde ich schräg. Und das Letzte ist, wenn Sie das dann noch sehen beim AstraZeneca-Vertrag, dass eine Supply Chain ja einzig und allein darauf beruht, dass Ihnen ein Produzent sagt, in der nächsten Woche kriegst du 3 Lkw, 5 Lkw, 7 Lkw, 8 Lkw. Das heißt, ich brauche einen Zeitrahmen des Vorlaufs, um dahinter meine Impfzentren mit Menschen zu bestücken, mit Spritzen und allen Materialien, die benötigt werden. Dieser Kommunikationsprozess ist elementar, damit eben nicht ein Impfzentrum mit Menschen besetzt ist, aber ohne Impfstoff. Und in dieser Verantwortung ist AstraZeneca, das zu liefern. Und das ist nicht definiert 14 Tage vorher, 3 Wochen perspektivisch, 4 Wochen perspektivisch, sondern AstraZeneca hat es geschafft, in den Vertrag reinzuschreiben, dass dieser Informationsaustausch in good times zu erbringen ist. Das ist auch wieder nicht justiziabel. Und daraus resultieren am Ende ganz viele Supply Chain Fehler und Dinge, die dann die Bevölkerung von der anderen Seite aufnimmt. So, das wäre so einmal kurz mein Abriss. Ja, vielen Dank. Ihr Hauptkritikpunkt ist praktisch unprofessionelle Verhandlungen und ja, das nicht einschätzen, also das nicht, ich fülle das nochmal aus und das soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein am Morgen. Ich habe es jetzt neulich in einer anderen Sendung gesagt, habe gesagt, ja, wir sitzen alle, wir sind 100 Leute und wir sitzen alle auf einer Insel, okay? Und alle 100 träumen davon, ein Fahrrad zu haben, okay? Wir wollen Fahrrad. Und irgendwann sagt uns der Fahrradhändler, er kriegt 3 im September. Und am nächsten Montag um 8 Uhr morgens öffnet er sein Fahrradgeschäft und wir können bestellen. Die Frage, wann müssen wir da sein? 2 Stunden vorher, so wie das Apple Heavy User ja machen, wenn das neue Handy rauskommt, die übernachten vor der entsprechenden Filiale. Um 8, wenn die Geschäfte öffnen, oder um 12. Die EU hat den Vertrag unterzeichnet mit BioNTech Pfizer am 22. November, während hingegen im Juni, Juli dieses knappe Gut schon in Verträgen mit anderen Ländern fixiert war. Das heißt, der Zeitpunkt war falsch, man hat mit einem Monopolisten zu lange über einen Preis verhandelt, das ist das Letzte, was den interessiert. Man hat keine Anreizsysteme gegeben, es schneller zu beliefern. Das heißt, man hat die Marktposition nicht verstanden. Und hat dann sich in einem Vertrag juristisch sehr weich, Herr Kubicki hat es mit mir in einem gemeinsamen Interview gesagt, pflaumenweich, das kenne ich noch aus Nordrhein-Westfalen, ja, der Pflaumenkuchen der muss wohl ganz bestimmt weich sein, also pflaumenweiche Formulierungen, die dann am Ende des Tages nicht dazu führen, dass diese Dinge eine Verbindlichkeit haben, die dem epochalen Beschaffungsprozess, der wichtigste, den die Politik seit dem Zweiten Weltkrieg zu erledigen hatte, in irgendeiner Weise Genüge gereicht und dass man sagen kann, das ist professionell. Ja, vielen Dank. Herr Professor Leufen, dieses epochale Versagen, wie das der Herr Kerkhoff bezeichnet hat, glauben Sie, das ist typisch für Prozesse innerhalb der EU oder war das jetzt ein einmaliger Ausrutscher und den Umständen geschuldet? Wie sehen Sie das als Wissenschaftler und als jemand, der über Entscheidungsfindung und Entscheidungsprozesse innerhalb der EU geforscht hat? Ich schalte Sie jetzt mal auf laut. So.
Ja, guten Morgen erstmal. Ich muss gestehen, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, weil ich kam ja hierhin zum Lernen, nicht zum Lehren. Also ich wollte ja primär zuhören, aber jetzt fragen Sie mich und es sind ja auch nicht so viele Leute im Raum, sodass ich mal zwei, drei Gedanken vielleicht mal teilen kann. Aber wie gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Also bitte Packungsbeilage lesen, ich bin nicht vorbereitet. Ja, also zunächst mal ist es natürlich, lerne ich da viel und finde das sehr interessant, was Herr Kerkhoff gesagt hat. Aber auch die Ausführungen von Frau Paulus natürlich waren sehr spannend. Ja, es ist sicherlich da nicht alles perfekt gelaufen. Frau Paulus hat aber uns auch schon erste Hinweise gegeben, warum das so sein konnte. Also wir haben es halt in der Europäischen Union mit einem extrem komplexen Gebilde zu tun. Also wir haben die Bürger, die sind verteilt auf Mitgliedstaaten, jetzt in der Corona-Krise auf Landkreise teilweise wieder verteilt. Das wird alles aggregiert, geht auf die europäische Ebene. Und der erste Impuls war, wir gehen da über die Mitgliedstaaten und dann hat man gesehen, vielleicht ist die Idee nicht so gut, weil die Krankheit macht ja auch nicht an der Grenze Halt. Also wieder eines der großen Gründe dafür, warum es überhaupt die Europäische Union gibt und warum man hier eine gemeinsame Sache machen möchte. Und ja, was Herr Kerkhoff beschreibt, ist ein Politikversagen in gewisser Hinsicht, aber ich würde eigentlich eher sagen, ein Verwaltungsversagen. Nun steht die Politik der Verwaltung vor, aber ich würde jetzt nicht immer von jedem Politiker erwarten wollen, dass er jetzt jede Vertragsklausel wie ein Jurist durchleuchtet. Nein, dazu hat er eigentlich Juristen. Aber wir müssen natürlich den Politiker am Ende des Tages wieder dafür verantwortlich machen, mit welchen Juristen arbeitet er und wie gut sind die. Und jetzt haben wir natürlich den Blick auf die Europäische Union gerichtet. Da haben wir den spannenden Fall, dass sie ja die Kommission nicht direkt gewählt wird. Also sie ist eigentlich gar nicht so elektoral abhängig. Also sie könnte sich eigentlich eher, wie Herr Kerkhoff das ja gewünscht hat, dazu bekennen, ja, es ist jetzt nicht ganz optimal gelaufen. Frau von der Leyen ist, nachdem die Woge des Zornes doch mal wieder sehr auf Brüssel geschwappt ist, irgendwann auch ein bisschen beigerutet und hat gesagt, ja, so eingestanden, da sind Dinge nicht optimal gelaufen etc. In den Nationalstaaten tut man sich da schwerer. Und was tatsächlich mich jetzt auch als Bürger, weniger als Wissenschaftler überrascht, ist dann schon eine gewisse Improfessionalität. Wir haben jetzt nur über die Impfstoffe gesprochen, aber Herr Kerkhoff, Sie werden das sicherlich besser verfolgt haben als ich. Aber beispielsweise, wenn wir die Atemschutzmasken, also Mund-Nasen-Schutz bedenken, was da für Einkaufsfehler gemacht worden sind, also da müsste ich Ihnen wahrscheinlich gar kein Seminar bei Ihnen belegen, um zu sehen, dass das auch wieder sehr kurios ist, wenn man also lernt, dass da ganze Lagerhallen jetzt voll von Sachen sind, die eigentlich tatsächlich vom Staat bestellt wurden und meines Erachtens, weil der Staat, wenn er bestellt, muss er auch abnehmen, tatsächlich auch abgenommen werden müssten. Also da wundert man sich schon, was da eigentlich auch wieder für eine Kluft besteht zwischen der Genauigkeit der Prüfung, die in einzelnen Verfahren existiert. Also wenn ich an meine Horizon 2020 Projektfördermittel denke und sehe, wie genau ich da Buch führen muss und wie jedes kleine Detail da auch in Forschungsprojektanträgen dann wieder nach 3-4 Jahren abgeklopft werden muss, wobei Forschung per Definition ein ergebnisoffener Prozess ist, also wo da sehr akribisch gearbeitet wird und dann, wie Sie wahrscheinlich zu Recht sagen, wirklich die größte Beschaffungsfrage seit dem Zweiten Weltkrieg wieder darüber hinweggesehen wird. Das ist überraschend und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber diskutieren und das ist ja auch legitim zu kritisieren. Das ist die Aufgabe des Europäischen Parlaments. Die machen das hervorragend und Sie machen das hervorragend, Herr Kerkhoff, und so funktioniert Politik in einem Gemeinwesen. Was mich vielleicht letzter Gedanke überrascht hat, aber positiv überrascht hat, ist eigentlich, dass die Einheit innerhalb der Europäischen Union, finde ich, relativ stabil geblieben ist. Also wenn wir wirklich mal uns diese Sache anschauen und wirklich auch die Virulenz der Sache anschauen, finde ich, ist, dass doch die Bevölkerung jetzt eigentlich nicht ein wahnsinnig starkes Europa-Bashing betreibt. Also wir haben jetzt keine Umfragen gemacht. Wir haben im letzten Jahr viele Umfragen durchgeführt zur Solidarität in der Europäischen Union. Innerhalb der Bundesrepublik haben wir also 8.000 Menschen befragt, einmal im April und einmal im Oktober. Und da hatten wir neben finanziellen Hilfsmaßnahmen auch Items drin, wo wir abgefragt haben, wie sieht es aus mit der Bereitschaft, medizinisch zu helfen. Da hatten wir damals schon gefunden, dass die Bereitschaft für medizinische Hilfe deutlich höher war als die für die finanzielle Hilfe. Und ich finde, im Grunde genommen ist es schon, dass wenn man jetzt mal von
den altbekannten Ausnahmen absieht, keiner grundsätzlich jetzt das System der Europäischen Union wieder in Frage stellt. Also es gibt schon Leute, die das in Frage stellen und das kritisieren und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen wundert mich es positiv eigentlich, mit welcher stoischen Ruhe oder doch auch Zutrauen das aufgenommen wird. Und ich habe also nicht den Eindruck, dass die Sachlage jetzt dazu geführt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union auseinanderdividiert werden. Nein, man schimpft gemeinsam auf Brüssel. Also das ist, wenn man so will, auch ein vereinheitlichender Akt. Und wenn wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, was wir tun, ist das gut. Und also allerletzter Gedanke, also wir dürfen doch wahrscheinlich davon ausgehen, dass das sich jetzt in nächster Zeit, was die Beschaffung angeht, verbessern wird. Und jetzt liegt das Heft des Handelns schon auch wieder auf der Ebene der Nationalstaaten, der Bundesländer in Deutschland und der Landkreise, weil ich glaube, die nächste Herausforderung wird wirklich auch wiederum die Verteilung sein. Also wenn ich als Einwohner Baden-Württembergs, also letzten Samstag jetzt endlich mal einen schriftlichen Brief bekommen habe, wie das ablaufen soll, der meines Erachtens schon wieder gänzlich veraltet war. Und ich kann mich ja im Internet informieren, wie das ablaufen soll, aber die alten Menschen, die also vielleicht gar nicht so internetaffin sind, da mache ich mir eigentlich eher die größeren Sorgen. Also irgendwann wäre meine Prognose, haben wir genug Impfstoffe da, aber wir bringen sie eben nicht an Mann und Frau. Und das ist dann wirklich nicht mehr Brüssel für zuständig, sondern das muss auf der nationalstaatlichen Ebene sein. Aber wie gesagt, ich höre jetzt lieber zu. Ja, dann können wir ja wieder über Berlin schimpfen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Läufen, für Ihre Perspektive. Haben Sie Fragen oder Anne, hast du noch eine Frage oder zu dem, was jetzt gesagt worden ist? Jetzt muss ich dich hier wieder einschalten. Ja. Okay, hört ihr mich? Ja. Okay. Was mich wirklich deprimiert und traurig macht, ist, dass wir mit unserer geliebten EU eigentlich alles machen könnten. Und dass dann so ein Typ wie der Johnson in seinem erratischen Regierungsstil in England bessere Effekte erzielt als wir alle miteinander. Wie ist das möglich? Und dass der Netanyahu, der mir nun leider überhaupt nicht sympathisch ist, aber wie der das für sein Land schafft, die Impfung durchzubringen. Ja Mensch, warum haben wir nicht einen, der das macht? Warum haben wir nicht Leute in den verschiedenen 100 Etagen, die wir da über uns haben, die mit Verstand und Raffinesse mal was für uns tun? Wir hinken hinterher, obwohl bei uns die Sachen erfunden wurden. Wir hinken hinterher, obwohl bei uns die Sachen produziert werden. Ja, da wirst du doch deprimiert. Das macht einen doch schwach sozusagen. Ja. Gerne noch ein bisschen. Frau Paulus. Ja, ich würde gerne noch mal darauf reagieren, was so gesagt worden ist. Zum einen, das muss jetzt nicht sofort beantwortet werden, ich würde gerne auch die anderen Punkte kurz eingehen. Was ich nicht verstanden habe, Herr Kerkhoff, wenn Sie mit einem Monopolisten verhandeln, dann hat dieser Monopolist natürlich auch eine stärkere Position hinsichtlich der Dinge, die in Verträgen drinstehen oder auch nicht drinstehen. Ne? Also es hat ja einen Grund, warum der Vertrag mit BioNTech/Pfizer erst im November unterzeichnet worden ist und auch erst, nachdem sich Frau von der Leyen persönlich eingeschaltet hat. Pfizer wollte nämlich drinstehen haben, dass in keinem Fall irgendeine Haftung übernommen wird. Also auch nicht, wenn wirklich bei der Produktion unsauber gearbeitet wird, ein Fehler passiert. Ne? Also ich kann es verstehen, wenn die Mitgliedstaaten sagen, für Nebenwirkungen, die in den klinischen Studien nicht aufgefallen sind, weil man natürlich eine viel kleinere Patientenzahl hat, als nachher, wenn man die Impfung ausrollt. Für diese Nebenwirkungen entlasten wir die Unternehmen von der Haftung. Sprich, wenn eben jetzt beim millionenfachen Ausrollen irgendeine ganz seltene Geschichte auftritt und jemand stellt einen Anspruch auf Schadensersatz, dann werden die Unternehmen sozusagen entlastet, sprich die Mitgliedstaaten übernehmen diesen Teil der Haftung. Aber was Pfizer wollte, ist,
wenn wir, ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, wenn wir irgendwelche dreckigen Ausgangsmaterialien nehmen und tausende Menschen sterben, weil das Ganze verkeimt war, das sollen bitte auch die Mitgliedstaaten übernehmen. Und das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und deswegen bin ich ehrlicherweise froh, dass man dann den Vertrag lieber später unterschreibt, anstatt sich auf sowas einzulassen. Warum sind Israel und England schneller? Das hat einen ganz einfachen Grund. Der eine heißt Geld. Muss man ganz klar so sehen. Ne? Also England zahlt um die 30 Euro pro Schuss und wir zahlen 12. Und Israel zahlt zwischen 30 und 50 und liefert sämtliche Patientendaten an Pfizer ab. Kann man jetzt drüber streiten, ob das mit der Bevölkerung, ich sage jetzt mal in Deutschland oder auch in anderen EU-Staaten, so ohne weiteres möglich gewesen wäre. Die Israelis sind da relativ locker drauf und haben natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, diese Zusage zu machen, weil es dort eben ein sehr viel, also das Gesundheitswesen ist sehr viel staatlicher organisiert als bei uns. Ne? Also da sind die Ärzte auch bei der Krankenkasse angestellt. Die Krankenkasse hat sowieso alle Daten und deswegen konnten auch die Impfungen über die Krankenkasse, weil die ja alle Daten haben und weil das alles in Israel hoch digitalisiert ist, so schnell organisiert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Vorteil als so hoch schätze, dass ich die damit einhergehenden Nachteile in puncto auf Datenschutz, auf Persönlichkeitsrechte und so weiter wirklich in Kauf nehmen wollen würde. Das wäre eine Debatte, die bei uns aus meiner Sicht auch erstmal zu führen gewesen wäre, bevor man sowas vertraglich dem entsprechenden Unternehmen zusagt. In den Verträgen standen ja durchaus auch Vorabzahlungen drin, denn es ist nicht so wie bei dem normalen Beschaffungsprozess, wo Sie quasi mehrere Anbieter haben, die um einen Markt konkurrieren, sondern normalerweise wäre das Ganze wie bei der klassischen Arzneimittelentwicklung oder Impfstoffentwicklung folgendermaßen abgelaufen. Es gibt quasi einen wissenschaftlichen Ansatz, der wird dann erstmal in vitro ausprobiert, dann werden die ganzen Tierstudien gemacht, dann werden die in aller Ruhe analysiert, wenn man sagt, okay, lohnt sich, dann wird die Phase 1 gestartet, die wird dann erst abgeschlossen, dann wird die in Ruhe ausgewertet. Wenn dann die Firma sagt, okay, sieht gut aus, wir machen weiter, dann fängt man mit der Phase 2 an und so geht das dann weiter. Deswegen dauert das ja auch normalerweise mehrere Jahre. Was man jetzt gemacht hat, ist Folgendes. Man hat gesagt, pass auf, startet sozusagen alles gleichzeitig, sofern es sicherheitstechnisch vertretbar ist, sprich natürlich muss die toxikologische Unbedenklichkeit erstmal gewährleistet sein, bevor man anfängt, das in irgendwelche Arme zu applizieren, aber trotzdem hat man quasi mehrere Schritte auf einmal gemacht und dafür wollten natürlich die Hersteller Garantien haben. Das kann ich auch nachvollziehen, weil das ist ja, sie investieren da wirklich sehr, sehr viel Geld, hunderte von Millionen Euro für diese diversen Studien und normalerweise macht man ja den nächsten Schritt erst, wenn man weiß, der erste war überhaupt erfolgreich und es lohnt sich, das weiter zu verfolgen. Das heißt, das steht auch in den Verträgen drin und es steht auch drin, wenn am Ende des Tages dieser Impfstoff nicht zugelassen werden kann, weil die Daten es nicht hergeben, das weiß man ja vorher nicht, ne? Dann muss der Hersteller quasi offenlegen, wie habe ich das Geld verwendet und muss entsprechend auch Zahlungen quasi zurückzahlen für Stoffe, die er nicht gebraucht hat oder. Ich habe aber noch einen anderen Punkt. Es ist insofern auch kein normaler Beschaffungsprozess, weil die Ausgangssubstanzen, die sie brauchen, um die Impfstoffe herzustellen, zum Teil weltweit ja wirklich nur im Labormaßstab überhaupt synthetisiert worden sind, weil wir haben diese mRNA-Technologie ja noch in keinem weltweit verwendeten Impfstoff, Arzneimittel oder. Also BioNTech war im Prinzip ein Forschungsunternehmen, die aber noch kein Produkt hatten, was sie im Endeffekt vermarktet haben. Und solange sie sich im Bereich der Forschung bewegen, brauchen sie natürlich auch die entsprechenden Tonnagen nicht. Und diese Kette aufzubauen, das bedarf einfach Zeit. Deswegen hat ja auch der CFO gesagt, also mehr Geld hätte uns gar nicht geholfen, weil einfach die, auch mit Geld wachsen die Zellkulturen nicht schneller. Ne? Also das ist so ein bisschen wie das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das heißt, bestimmte Prozesse können Sie nur zu einem überschaubaren Maß auch beschleunigen, weil es halt was anderes ist, ob ich mRNA herstelle oder ob ich Aspirin koche, um es etwas despektierlich zu sagen. Noch was zum Thema AstraZeneca. Was AstraZeneca gemacht hat, war schlau.
Die sind nämlich hergegangen, haben zwar einen Vertrag unterschrieben, in dem ein Paragraph steht, es steht der Erfüllung dieses Vertrags keine Verpflichtung aus anderen Verträgen entgegen. Darauf hat sich ja die EU verlassen, dass sie gesagt haben, ihr könnt nicht hergehen und sagen, wir mussten UK beliefern, weil die haben mehr gezahlt, sondern es steht, ist für mich, ich bin keine Juristin, aber ich fand die Formulierung relativ eindeutig. AstraZeneca hat unterschrieben, keinerlei Verpflichtungen aus anderen Verträgen oder sonstigen Absprachen steht der Lieferverpflichtung aus diesem Vertrag entgegen. Was sie aber gemacht haben, und das war ziemlich schlau, sie haben den Antrag auf Zulassung in der Europäischen Union erst 4 Wochen nach dem Antrag auf Zulassung in UK gestellt. Das heißt, du zu dem Zeitpunkt, wo UK die Zulassung erteilt hat, und das ist ja eine sogenannte Notfallzulassung, der Begriff trifft es eigentlich nicht, aber egal, hatte die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die Unterlagen, also die vollständigen Unterlagen, die haben ja sozusagen schon zwischendrin geprüft, das sogenannte Rolling Review, das heißt, die haben alle Daten, die AstraZeneca hatte, schon mal zur Prüfung bekommen, bevor der finale Zulassungsantrag gestellt wurde. Aber als sie den finalen Zulassungsantrag bekommen haben, hatte UK den schon viel länger und konnte deswegen natürlich auch schneller zulassen. Dann hat die Europäische Arzneimittelagentur innerhalb von, ich glaube, 3 Wochen oder so dieses Verfahren durchgezogen mit Nachtarbeit und allem drum und dran und hat dann tatsächlich noch vor Weihnachten die Zulassung erteilt. Und dann konnte aber AstraZeneca die im Dezember produzierten Mengen locker nach UK liefern mit der Argumentation, ja, wir haben ja noch keine Zulassung in der EU. Die hätten den Antrag aber vorher stellen können, haben sie aber nicht gemacht. Und dann im Januar ging man her und sagte, ja, jetzt müssen wir aber noch Werke umbauen und deswegen können wir jetzt nicht in die EU liefern. Und insofern ist es natürlich auch mit dem Versprechen, wir machen das zum Selbstkostenpreis anscheinend nicht so weit her, denn sowohl UK hat mehr bezahlt, als auch Indien wird jetzt mehr in Rechnung gestellt. Ich bin am Ende des Tages nicht besonders glücklich mit der Entscheidung der Oxford-Wissenschaftler, die ja den Impfstoff eigentlich entwickelt haben, sich ausgerechnet mit AstraZeneca zusammenzutun und nicht mit einem Unternehmen, was sehr viel mehr Erfahrung hat in Sachen Impfstoffproduktion, weil da ist AstraZeneca ehrlicherweise kein großer Player international. Genau, soweit erstmal. Herr Kerkhoff, Sie wollen gleich dazu Stellung nehmen. Also, Frau Paulus, nochmal, ich bewundere Sie nicht und verehre Sie nicht aufgrund Ihres Jobs, und ich nehme an, dass das extrem schwierig ist, auch sich in diesem Parlament Gehör zu verschaffen, ich sage mal, dort diese Arbeitsschritte zu begleiten. Aber ich sehe es schon auch als meine Aufgabe an, Sie ein bisschen zu entromantisieren. Ich glaube, dass Sie bei AstraZeneca alle als Politiker, das meine ich jetzt auch nicht böse, überhaupt nicht verstehen, dass es eine Aktiengesellschaft ist. Und wenn Sie sich mit dem Aktienrecht auseinandersetzen, dann hat sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat die Aufgabe, für die Aktionäre, die Sie ja selber sein können, den größtmöglichen Wert zu erwirken. Das heißt, ob Sie das gut finden oder nicht gut finden, das sind in eine Profitdimension denkende Organisationen. Und Sie können gar nicht anders. Sie müssen das maximale Ergebnis versuchen zu erzielen. Das ist ein Teil des Arbeitsvertrags eines Vorstandsvorsitzenden. Und der Aufsichtsrat pusht den. Und der CFO verkauft all dieses Tun zu Analysten, damit der Aktienkurs nach oben geht und Sie am Wochenende Ihrem Mann sagen können, guck dir mal, wir haben 10 Aktien von AstraZeneca, die sind 18,3% gestiegen. Ist das nicht toll? Da haben wir unser Geld auch gut angelegt. Das ist ja eine Dimension. Wenn ich AstraZeneca beraten hätte und ihr hättet als EU den Vertragspassus haben wollen, dass konkurrierende Verträge ausgeschlossen sind bei dem Abschluss dieses Vertrages, hätte ich gesagt, dann steuern wir das doch über den Zeitpunkt der Zulassung. Das heißt, in den Ländern, wo ich die höchstmöglichen Deckungsbeiträge erwirtschafte, und die Engländer scheinen ja mehr gezahlt zu haben, dann fahre ich da erst meine Zulassung rein. Alles, was dann passiert, nachdem ich die Zulassung habe an Bestellmengen, fließt dann mit einem erhöhten Deckungsbeitrag in meine P&L. Und dann kommt mit der EU und sagt, ich kollidiere doch gar nicht. Das heißt, ich muss natürlich sehen, dass die ein strategisches Denken haben, was getragen ist davon, dass sie Mitglied in einem wirtschaftlichen Leben sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, ich habe gelernt, Sie unterscheiden normale Beschaffungsprozesse von unnormalen. Ich weiß nicht, wie Sie die Unterscheidung hinkriegen.
Wir reden von einem Beschaffungsprozess. Und wir betrachten diesen Beschaffungsprozess und jeder hat eine eigene Komplexität. Das ist, wenn Sie zum Beispiel für Airbus arbeiten, dann ist unsere Aufgabe bei ukrainischen Lieferanten zu schauen, dass nicht ein russischer Oligarch, der vielleicht auch etwas winkeladvokatisch unterwegs ist, Mehrheitsgesellschafter bei diesem Fensterhersteller ist, den wir von der Ukraine nehmen, weil wir erpressbar werden als Airbus über diesen Lieferanten. Weil das sind terroristische Vereinigungen eventuell über irgendeine Organisation an so einem Unternehmen beteiligt, wenn Sicherheitsrisiken in diesem Produkt für ein Flugzeug zum Beispiel bestehen. Also Sie können sich jede Form der Komplexität bei einem Beschaffungsprozess vorstellen. Natürlich ist es so, es wird ein neues Produkt kreiert und das neue Produkt hat aber, das ist der Riesenvorteil im Beschaffungsprozess, bekommt außerhalb Ihrer Beurteilung eine neutrale Zulassung. Und von dem Moment an ist es geschäftsfähig. Diesen ganzen Prozess müssen Sie normalerweise in Verträgen detailliert beschreiben, weil Sie ohne Zulassung können Sie ja gar kein Produkt kaufen. Also ein medizinisches Produkt bedarf einer Zulassung, dass es eben den Konsumenten zugeführt werden kann. Und diese Qualitätskontrolle haben Sie bei komplexen Themen für ein Auto und so weiter als ganz genau zu beschreiben im Vertrag, damit eben diese Leistung vom Hersteller erbracht wird. Das fällt mal draußen vor. Aber Sie sagen doch selbst, weil die mehr bezahlt haben, es geht ums Geld. Und diese Rechnung verstehe ich nun gar nicht, weil Sie die Opportunitätskostenrechnung von einer Woche Verlängerung Lockdown, IFO-Institut, liegt zwischen 3 bis 5 Milliarden Euro. Jetzt frage ich Sie mal, ich kaufe bei den 4 Herstellern für ganz Europa, ich zahle überall den doppelten Preis. Was wäre das denn für eine Summe gewesen? Wir haben es ausgerechnet, 7,2 Milliarden. Ja, Entschuldigung, Herr Kerkhoff, haben Sie mir nicht zugehört? Das war mein Eingangsstatement, dass ich gesagt habe, wir haben die Mitgliedstaaten kritisiert, dass sie nicht mehr Geld in die Hand nehmen. Dass ein Land wie Deutschland 9 Milliarden der Lufthansa in den Rachen wirft, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, statt zu sagen, wir strecken nicht persönlich Geld vor. Also das Parlament war leider an diesem ganzen Prozess überhaupt nicht beteiligt, sondern das ist auf der Ebene der Mitgliedstaaten gelaufen. Das okay. Würde ich Sie bitten zu trennen. Nein, das ist ja okay, aber Frau Paulus, wenn man jetzt, ich sag mal, Sie sind jetzt in einer Organschaft und Sie sind in einer ganz bestimmten Funktion, ne? Also nochmal sorry, das unterscheidet man ja nicht, das unterscheidet der Bürger ja nicht, sondern ich meine, wir sehen ja einfach nur, dass ich beurteile nur einen Beschaffungsprozess, dass man diesen Beschaffungsprozess hätte durch mehr Geld optimieren können. So, und an welchen Organen das jetzt, ob unsere Kanzlerin nicht hätte sagen können, pass auf, bevor wir hier x Milliarden in die Verlängerung setzen, setzen wir ein Etat frei von 20 Milliarden. Sie kennen das WAR-Programm der USA, da wurden 10 Milliarden sofort zur Verfügung gestellt von der Regierung. Und Trump war ja jetzt nicht unbedingt einer, der sich mit Corona unheimlich hoch identifiziert hat und den Problemfällen. Aber das Management, was dann aber für uns Politik ist, und Sie sind jetzt, sorry, aber so eine Vertreterin, da kriegen Sie dann was ab, was Sie gar nicht zu verantworten haben. Aber in der Summe ist natürlich eine riesige Politikverdrossenheit auch da, dass es eigentlich relativ jedem klar ist, wir haben, Spahn hat es dann gesagt, zu wenig bestellt, also wir, wer auch immer jetzt, und wir haben zu spät bestellt. Und wir haben den Fehler gemacht, wahrscheinlich zu lange auf den Preis rumzuhampeln. Also Sie kriegen jetzt was ab, was Sie nicht zu verantworten haben. Aber aus der Wahrnehmung Wirtschaftspolitik ist es eben so, dass man da den Kopf schüttelt und sagt, wo war da derjenige, der begriffen hat, welche Opportunitätskosten wir erzeugen, bedingt dadurch, dass wir diese Lockdown-Verlängerung, weil der Impfstoff nicht schnell genug kam, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat neu diskutieren. Bis hin zu im Osterurlaub hat jetzt Kretschmann gesagt, wüsste er nicht, ob wir den überhaupt in Deutschland wahrnehmen können. Also es scheint ja noch weiteres Andenken zu geben. Also nochmal von vorn, wir haben als Parlament immer gesagt, wir müssen eingebunden werden. Wir sind diejenigen, die Exekutive kontrollieren sollen. Ja, das ist nicht passiert. Wir haben inzwischen eine formale Beschwerde eingereicht, dass wir wissen wollen, was ist da in diesem Beschaffungsprozess, wie Sie es nennen, oder in diesen Verhandlungen wie gelaufen. Wir wollen wissen, wer wird beteiligt. Wir wollen wissen, wie waren die Absprachen, was war überhaupt das Mandat der Verhandlungskommission und wer saß da auch von den Mitgliedstaaten dabei. Das ist inzwischen wirklich formal eingereicht, weil es
durch freundliche Briefe ja anscheinend nicht funktioniert, haben wir jetzt den formalen Prozess angestoßen. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen ins Frühjahr 2020. Da hat nämlich jeder Experte, seien es Virologen, seien es Infektiologen, seien es Epidemiologen, seien es Pharmakologen, gesagt, wenn wir Ostern 2021 einen Impfstoff haben, können wir von Glück reden. Also, dass es überhaupt so schnell gegangen ist, hat nur funktioniert, weil wir massiv öffentliches Geld auch in diesen Prozess reingesteckt haben. Das wäre nämlich privatwirtschaftlich nicht passiert, weil nämlich die Investitionskosten derart hoch sind, dass jede Firma gesagt hätte, das Risiko ist mir zu hoch, dass ich da Millionen oder Milliarden investiere und am Ende des Tages vielleicht gar kein Produkt zur Verfügung habe, beziehungsweise jemand anderes schneller ist. So, das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir im Sommer 2020 oder im Frühjahr, Sommer 2020 vor der Herausforderung standen, wir brauchen natürlich möglichst schnell einen Impfstoff, so war doch trotzdem klar, dieser Impfstoff wird nicht im September verfügbar sein, auch nicht im Oktober. Das bedeutet, was ich vermisst habe auf der Ebene der Exekutive, weil, Entschuldigung, die sind dafür zuständig, ist ein Plan für den Winter. Warum hat man sich nicht auf europäischer Ebene, und Deutschland hatte die Ratspräsidentschaft, Entschuldigung, es nützt nichts, sich hinter der Kommission zu verstecken. Warum hat ein Herr Spahn nicht im Kreise seiner Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsministerien der Mitgliedstaaten gesagt, lasst uns eine paneuropäische Strategie für den Winter entwickeln? Was passiert bei welchen Fallzahlen? Wie gehen wir mit dem grenzüberschreitenden Reisen um? Wie gehen wir mit logistischen Herausforderungen um? Weil was wir jetzt erleben, ist ein Ping-Pong von Lockdown hier, öffnen dort, Lockdown wieder woanders. Österreich hat höhere Zahlen als wir, macht trotzdem alles auf. In Belgien kann ich in ein normales Geschäft gehen. Was glauben Sie, was Menschen in Nordrhein-Westfalen machen, die was einkaufen wollen? Einmal dürfen sie raten. Ne? Das heißt, sie haben eigentlich eine Situation, die wirklich nichts mit Beschaffung zu tun hat, sondern mit politischer Absprache, wo wir eine kollektive Handlungsverweigerung hatten. Und dann kommt immer das Argument, ja, wir können ja nicht so wie Australien oder Neuseeland oder Taiwan eine No-Covid-Strategie anstreben, weil wir sind ja keine Insel. Also Entschuldigung, Europa ist eine der größeren Halbinseln der Welt. Das kann man durchaus so betrachten. Und epidemiologisch sind wir ein einziger Raum. Und wenn ich mir ein Land angucke wie Vietnam oder wie Thailand, die enorm lange Landesgrenzen haben. Und wir haben in Europa den Schengen-Raum. Das heißt, wir haben eine Außengrenze, an der wir sowieso kontrollieren. Warum haben wir nicht die Fallzahlen vom Sommer, wo wir ja bei Inzidenzen von 2 oder 3 waren? Warum haben wir keine Strategie entwickelt, um bei diesen Inzidenzen zu bleiben? Das wäre möglich gewesen. Stattdessen ist man sehenden Auges in diese Winterwelle reingelaufen. Wahrscheinlich, weil alle gedacht haben, bei uns verhält sich das Virus woanders als anderswo. Und das kann ich nach wie vor nicht verstehen. Alles okay. Sie müssen Ihr Mikro anmachen, Herr Etzold. Ja, vielen Dank, Frau Paulus. Also, es gibt auch Positives und es gibt auch schlechte Nachrichten im Bereich Abstimmung zu Lockdowns und zur Eindämmung dieses Virus. Jetzt, nachdem wir uns über die Vergangenheit unterhalten haben und auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, wer schuld ist und wer nicht schuld ist, das Parlament ist nicht schuld. Jetzt würde ich bitten, vielleicht noch kurz um Stellungnahmen zum Thema, wie geht es jetzt weiter? Was wäre jetzt das optimale Handeln, damit wir jetzt so schnell wie möglich zu unserem Impfstoff kommen, zu abgestimmten Verhalten bei der Eindämmung dieses Virus und was könnten die Institutionen, die europäischen Institutionen tun? Damit wir einfach noch den Ausblick haben, was ist Ihre Empfehlung für die, die jetzt für Frau von der Leyen, die vielleicht da jetzt reinschaut. Was würden Sie jetzt sagen? Was sollen wir tun? Erstens, zweitens, drittens. Wer will loslegen? Frau Paulus. Jetzt, ja, genau. Also Schritt 1 wäre
schon mal an morgen denken. Das wird nicht die letzte Pandemie sein, die uns ereilt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch gerade wenn man so den Bericht des Weltbiodiversitätsrats vom letzten Juli liest, die sehr genau rausarbeiten, warum der Druck auf die Wildnisgebiete eben zunehmend zu Zoonosen führt, was man ja auch schon in der Vergangenheit hat betrachten können. Stichwort ja. Ebola, Stichwort Schweinegrippe, Zika-Virus und so weiter und so fort. Und da macht jetzt die EU tatsächlich den ersten Schritt, indem sie die HERA aufsetzt. Das ist sowas wie eine europäische BARDA. Das BARDA-Institut in den USA hat ja für die Bewältigung oder für das Management dieser Pandemie eine ganz entscheidende Rolle gehabt. Die waren ja diejenigen, die diese Gelder zur Verfügung gestellt haben, die auch Management von Kapazitäten, von Schutzkleidung und so weiter das Ganze in der Hand gehabt haben, die auch eigene Forschung betreiben und so weiter. Diese HERA, Health Emergency Response Agency, wird also eine Agentur sein, die komplementär ist zur US-BARDA und die natürlich eng zusammenarbeitet mit dem ECDC. Das ist sowas wie das europäische RKI, aber mit weniger Geld und weniger Leuten, wie immer. Und der EMA, also der Europäischen Arzneimittelagentur, da ist es dem Parlament zum Glück gelungen, in den Haushaltsverhandlungen zumindest einen Teil der Kürzungen, die die Mitgliedstaaten vorhatten, da wieder rauszuverhandeln. Ursprünglich hatte die Kommission ein Budget von knapp 10 Milliarden vorgeschlagen für die Europäische Gesundheitsunion. Der Rat der Mitgliedstaaten hat gesagt, ach nö, 1,5 Milliarden reichen eigentlich. Und am Ende des Tages sind jetzt knapp 5,5 in den Haushalt reingewandert, immerhin. Aber natürlich muss das erst aufgebaut werden. Das ist also eher was für die Zukunft. Aber da werden wir natürlich auch darauf dringen, dass es wirklich Pläne gibt. Ne? Szenario A, B, C, D, E, F. Was brauchen wir dann? Wie schnell können wir das dann tatsächlich auch bereitstellen? Welche Voraussetzungen müssen wir wo schaffen? So, Punkt B, Impfstoffe. Ich verstehe nicht, warum die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zu den Hauptakteuren gehören, die bei der Welthandelsorganisation blocken, dass es eine Ausnahme von dem TRIPS-Abkommen gibt. TRIPS-Abkommen für den Schutz geistigen Eigentums. Da gibt es eine Ausnahmeklausel, die damals vor 20 Jahren ungefähr in Doha vereinbart wurde, und zwar, dass im Falle von Gesundheitskrisen der Patentschutz temporär aufgehoben werden kann, gegen natürlich eine entsprechende Zahlung von Lizenzgebühren. Ganz klar, also nicht für immer. Von mir aus kann die auch durchaus großzügig ausfallen, habe ich kein Problem damit. Aber wir müssen doch jetzt alle Produktionskapazitäten, die es irgendwo auf diesem Globus gibt, nutzen können. Und das können wir nicht, solange wir den Patentschutz so verteidigen, wie wir es tun. Und das tut sowohl die EU als auch die Mitgliedstaaten. Das wäre aus meiner Sicht der wichtigste Schritt, um dafür zu sorgen, dass wir mehr von dem Impfstoff bekommen. Denn nochmal, es nützt uns nichts, wenn wir alle EU-Bürgerinnen und Bürger geimpft haben und dann entsteht die nächste Mutante in, was weiß ich, Kongo oder sonst wo. Soll jetzt nicht dieses Land sozusagen als Land quasi bashen, sondern einfach nur als Beispiel. In irgendeinem Staat, in dem wir eine sehr geringe Durchimpfungsrate haben, sehr hohe Viruslast haben, hohen Anteil der Bevölkerung, der infiziert ist, umso mehr Mutationen können auftreten und umso gefährlicher können natürlich solche Mutationen auch sein, weil die natürlich versuchen werden, sich an teilimmune Menschen anzupassen und damit am Ende des Tages auch möglicherweise eine Impfung unterlaufen. Das heißt, wenn wir alle EU-Bürgerinnen und Bürger geimpft haben und es kommt so eine Mutation auf, dann heißt es back to square one, dann fangen wir nochmal von vorne an. Das heißt, wir sollten eigentlich ein ureigenes Interesse haben, die WHO ernst zu nehmen, wenn Herr Tedros nämlich sagt, wir sind erst sicher, wenn alle sicher sind. Und das wiederum können wir nur gewährleisten, wenn wir wirklich auf der ganzen Welt die Produktionskapazitäten bestmöglich nutzen. Dritter Schritt, ich glaube, es wäre wirklich angesagt, dass wir parallel zur Impfung überlegen, wie kommen wir aus dieser derzeit anlaufenden dritten Welle, denn so ist es wirklich, wenn man sich die Zahlen anguckt, solange eben die absoluten Zahlen von den Mutanten ansteigen, ist der R-Wert für die Gesamtzahl der Infizierten völlig irrelevant, weil dann werden wir irgendwann wieder ins exponentielle Wachstum kommen. Sprich, wir müssen uns überlegen, wollen wir aus diesem Dauer-Ping-Pong irgendwann raus und wirklich auf eine No-Covid-Strategie setzen?
die ja Länder bereits umgesetzt haben, wo die Wirtschaft ganz normal läuft, wo jeder sich mit jedem treffen kann, die aber natürlich auch extrem wachsam sind, sobald wieder Fälle auftreten. Aber das müssen wir paneuropäisch organisieren. Wir sehen ja jetzt gerade an den geschlossenen Grenzen wieder, was für Verwerfungen das hervorruft. Und am Ende des Tages ist damit ja niemandem geholfen. Weil im Endeffekt können sie den Verkehr über die Grenze weg nicht hundertprozentig stoppen, weil sonst unsere Lieferketten zusammenbrechen, weil sonst unser Pflegepersonal in den grenznahen Kliniken fehlt und, und. Das heißt, das Virus wird mit Menschen immer wieder reisen. Und deswegen ist es überfällig, dass wir uns da eine gemeinsame Strategie überlegen. Und ich finde es geradezu ja, Arbeitsverweigerung, dass jeder Gesundheitsminister und jeder Regierungschef sagt, ich kann das selber alleine am besten. Also jeder kocht weiterhin sein eigenes Süpplein. Genau. Herr Kerkhoff, Herr Professor Läufen, Ihre Vorschläge für die Zukunft. Wie geht's weiter? Also erstmal hätte ich einen ganz besonderen Wunsch, und zwar, dass das Parlament die Diskussion führt, und zwar bevor Beschlüsse gefasst werden. Also ich finde, das Aussetzen des Parlaments und das ex post im Parlament zu diskutieren, eine Farce. Wir haben eine parlamentarische Demokratie, und bevor solche Entschlüsse gefällt werden, sollen sie auch diskutiert werden. Das bezieht sich ja sogar so zurück, wenn ich sage, man hätte damals den Dreifachen am Preis einfach zahlen sollen, man hätte zumindest mal im Parlament diskutieren können. Und hätte dann auch national als auch europäisch vielleicht eine andere Linie gefunden. Der zweite Punkt ist für mich, das ist ein bisschen die Kritik, die ich vorhin angesprochen habe bei der Vertragsgestaltung und so weiter. Ich meine, man muss ja sehen, dass da ein epochaler Beschaffungsprozess war, wie ich ihn gerne bezeichne, und das auch schon ein Ergebnis von Verhandlungen ist. Und bei diesen Verhandlungen, ich nenne jetzt mal vielleicht jemanden, den Sie alle kennen, Matthias Schraner, ist einer der Verhandlungsexperten der Welt, der, ich sag mal, von verschiedensten Institutionen, privaten Leuten eingesetzt werden bei Erbstreitigkeiten ab 5 Milliarden und der mit der FBI-Methode solche Verhandlungen vorbereitet, die spieltheoretische Verhandlungsvorbereitung. Also ich glaube, dass es da einen Professionalisierungsapproach gibt. Und ich würde mir vielleicht sogar wünschen, darüber nachzudenken, ob man für eine derartige Bewältigung im Sinne von Execution dann nicht sogar ein Management-Team aufsetzt, was das dann macht anstelle Staatssekretäre oder irgendwelche Funktionsträger, die vielleicht in dem Bereich nicht unbedingt ihre Profession haben und somit auch nicht ihre Erfahrung haben. Vielen Dank. Herr Professor Läufen. Also ich ziehe den Schluss draus, wir brauchen mehr Europa, wie Frau Paulus sagt. Es muss einfach anerkannt werden, dass wir in einer interdependenten Situation leben und entsprechend auch die Probleme gemeinsam lösen müssen. Aber wie Herr Kerkhoff sagt, wir müssen sie auch besser lösen. Und dass es da wirkliche Defizite gab, ist augenfällig. Und man müsste wahrscheinlich wirklich nochmal genauer das Beschaffungswesen unter die Lupe nehmen. Das ist wirklich eigentlich ja sehr überraschend. Also jetzt für den im Beschaffungswesen Leihen, also wenn der Staat wahrscheinlich der größte Konsument auch ist, den es in unseren Gesellschaften gibt, dass gerade dem solche Fehler passieren, ist eigentlich überraschend, und da müssen die Prozesse einfach besser werden, daran muss gearbeitet werden, und das wird im Europäischen Parlament ja auch genau unter die Lupe genommen werden. Aber wir müssen uns aber auch Gedanken machen, und das ist so ein bisschen, wo ich noch ein bisschen im Kopf am rotieren bin, Herr Kerkhoff, Sie haben immer das Beispiel von diesem Aktienunternehmen gehabt, ne? Und die haben auch natürlich in gewisser Hinsicht kurzfristig gesehen auch eine einfache Aufgabe. Also der Job ist Profitmaximierung. Die Politik ist halt komplexer. Also wir haben nicht den klaren Profit. Das ist nicht unbedingt das, was sich an der Dividende oder im Aktienkurs und oder an der Dividende bemisst. Und ich glaube, das ist halt schon die Komplexität, die wir auch anerkennen müssen, dass es da verschiedene Dimensionen gibt, dass man eben nicht nur diese eine Dimension bespielen kann und ich kriege das oder nicht. Und auch im Bereich der BWL wird doch auch seit vielen, vielen Jahren die Corporate Social Responsibility diskutiert. Und nun kann man natürlich immer so das empfehlen. Und es ist auch richtig, davon auszugehen, von dem pessimistischsten Menschenbild bei solch wichtigen Verhandlungen, also der Rational Choice agierende, kalkulierende Geschäftspartner, der mir da gegenüber sitzt. Aber ich finde es auch ein bisschen, oder zumindest sollte man das auch nochmal
erwähnen, dass wir natürlich genau wie wir die Politik kritisieren dürfen, auch die Wirtschaft kritisieren, weil, wie ja auch Frau Paulus gesagt hat und das ja auch bekannt ist, also die Wirtschaft lebt jetzt auch nicht ganz ohne die Politik und die staatlichen Leistungsträger, die sie jetzt im konkreten Fall sogar auch wirklich stark unterstützt haben. Wer hat denn die Forschung bezahlt? Die Universität Oxford wird auch mit staatlichen Mitteln gefördert. Die wird auch sehr, sehr stark, wie wir alle wissen, mit ERCs und so weiter und so fort gefördert. Also die Öffentlichkeit investiert ohnehin schon immer in die Forschung. Jetzt hat sie bei den Covid-Sachen auch nochmal draufgelegt. Und es ist, jetzt werde ich der politische Aschermittwoch, verdammt nochmal, auch richtig, dass die Öffentlichkeit dann auch ein Recht hat, zumindest fair behandelt zu werden. Und nur klar kann man sagen, jetzt die Klausel habe ich so gemacht, dass es keiner versteht, nur der eingefuchste Jurist weiß es. Und dann mache ich natürlich das so, dass ich das erste anmelde und da woanders. Ich hätte es wahrscheinlich ja auch so gemacht. Also ich bin ja auch kein Heiliger, aber trotzdem müssen wir, glaube ich, schon auch von Seiten der Gesellschaft, auch der Wirtschaft, ein gewisses Maß an Ethik abverlangen, gerade wenn man da auch wieder im gemeinsamen Boot sitzt. Also von daher Bashing, ja, aber nicht nur Politik-Bashing, sondern auch Wirtschafts-Bashing, auch aus einer ethischen Perspektive. Aber ansonsten hoffe ich, dass die Europäische Union das natürlich wieder auf die Reihe bringt. Und wahrscheinlich wird sich das ja so, dieser Gap, den man jetzt so sieht zwischen denen, die geimpft haben und die noch nicht geimpft haben, die Länder, das wird abnehmen. Und so viel nützt das ja auch noch nichts, wenn rundherum eben noch nicht geimpft ist. Also von daher auch da eine gewisse Gelassenheit. Also Appell zur Gelassenheit. Möchte noch jemand von den Zuschauern ein Wort los nochmal auf den Putz hauen zum Aschermittwoch? Ja? Arne? Ja, ich will nicht auf den Aschermittwoch hauen, das weiß ich nicht. Aber mir ist bei all dem, bei dem Ganzen, was passiert, fällt mir eben unsere alte Sache auf. Die denken alle nicht europäisch. Auf allen Ebenen, überall, sie denken immer nur in ihren Kreisen, beziehungsweise in ihren Nationen. Und da müssen wir, unabhängig von Corona und allem, was kommt, da müssen wir meiner Meinung nach Fortschritte machen in den Köpfen. Wir müssen in die Köpfe reinbringen, dass eben, es mag ja momentan, ich kann das nicht so abschätzen, aber dass wir jetzt wieder anfangen, die Grenzen zu sperren und das ganze Gedöns, auch die Geschichte, dass nun unter den Nationen eine Konkurrenz um die Impfstoffe, also all das ist so kleinkariert angesetzt. Das ist so eng. Wir müssen Europa, die müssen denken, wie machen wir das für Europa? Eben dann kam das ja auf. Wir haben Schengen-Raum, wir haben Außengrenzen. Aber wer denkt in diesen Grenzen bei den politischen Entscheidern und ganz oben und in den verschiedenen Zwischenstufen, die da ihre Arbeit machen müssen? Wir müssen die europäische Denke weiterführen. Und dann fällt mir natürlich auf, hier, unser Freund Michel de Broglie hat es ja schön gesagt, wagen wir die Vereinigten Staaten von Europa, machen wir einen wirklich gemeinsamen Staat aus dieser an 100 Ecken gebremster Zusammenschluss, der überall immer wieder hier die zwischenstaatlichen Vereinbarungen immer komplizierter und so. Da müssen wir hin. Ja, vielen Dank, Arne. Ja, unsere Zeit ist um. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dieses breite Spektrum von Stellungnahmen. Es gibt da viel für mich zum Nachdenken. Und ich denke, Wahrheit gibt es nicht allein, sondern gibt es nur zu mehreren. Und ich denke, wir haben hier verschiedene Standpunkte gehört und Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven gesehen. Und es bleibt die Hoffnung, dass Europa eben in der Krise zusammenwächst, an der Krise wächst. Und vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihre engagierten Beiträge. Ich muss eingestehen, es gab jetzt ein Problem bei der Live-Übertragung, aber wir werden dieses, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, aber wir werden diese Aufnahme werden wir ins Netz stellen, weil ich denke, das, was Sie zu sagen hatten, das ist wirklich hörenswert und das sollte mehr Menschen zu denken geben. Herzlichen Dank, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bleiben Sie Europa gewogen
Und bleiben Sie aktiv. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir in der Demokratie miteinander reden, nicht nur die andere Seite bashen und auf den Putz hauen, sondern dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Denn sonst haben wir Verhältnisse wie in den USA oder in anderen Staaten. Und daher bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihr Engagement und für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Schöne Grüße nach Neustadt an der Weinstraße, nach Konstanz am schönen Bodensee, an schönen Tegernsee und nach Zell an der Mosel. Und allen anderen. Also herzlichen Dank. Dankeschön. Machen Sie gut. Danke sehr. Sehr interessant. Bleiben Sie gesund. Danke, ja, Sie auch. Ja. Tschüss. Tschüss.